Hallo und herzlich willkommen zurück zu House on the Hill, meine Lieben. Wir befinden uns im Part 3 und ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet. Also, wir sind ja gestern... Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Okay, also wir sollen ein kleines Fenster an der Hauptfassade finden. Und wenn wir es gefunden haben, das sollte offen sein. Und dann sagt er, wie es bei uns weitergeht. Der gute Frankie, der uns schon die ganze Zeit hier durchs Spiel begleitet. Ich bin mal gespannt. Ja, meine Lieben, ne? Dahinter beginnt Part 3. Ich nehme an, wir müssen hier hoch. Ne? Ist abzusehen. Ja, und ab dafür. Bin ich drin? Bin ich schon drin? Habe ich eine Taschenlampe? Nee, was ist denn hier? Wenn du, ach so. Ich bin im Fenster hängen geblieben. Habe ich denn auf die letzten 24 Stunden zugenommen oder so? Weißt du was? Ich habe so das Gefühl, als wenn wir im Keller nachgucken müssen. Leute, wir müssen in den Keller, ne, den wir schon die letzten beiden Parts jedes Mal so ein bisschen angetriggert haben. Aber ich habe mich ja nicht getraut, reinzugehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zum dritten Mal hier in dem Haus. Diese seltsame Tür ist immer noch da. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Ich kann es euch echt sagen. Ich bin so neugierig da drauf. Neugierig. So, okay. Ja, was fürchte dich vor dem Wissen? Denn je mehr du weißt, desto mehr siehst du die Monster in dieser Welt. Alles klar. Was ist mit dem nicht richtig? So. Okay. Ah, guck mal an. Hier liegt das Ding wieder. Ja, das wissen... Ja, ja, ich weiß, dass wir über was anderes gekommen sind. Ach, guck mal hier. Die Halskette. Meine Fresse. It's funny how easy it is to sell something bad if it's covered in gold. Was do you ever think? Ja, was auch immer. Auf jeden Fall ist das wohl auch eine Kopie von dem, was wir im letzten Part geklaut haben. Könnt ihr euch an die Tür noch erinnern? Ne? Als wir das erste Mal hier drin waren, waren da drei Ketten dran. Jetzt ist nur noch eine dran. Wie geil ist das? Moment mal. Ja, ich weiß, dass wir da nicht rein müssen. Also, wir haben Hardo the Fork haben wir geholt, diesen dicken, fetten Stein, ne? Und die Halskette. Jetzt fehlen zwei Ketten. Jetzt müssen wir noch einen dritten Gegenstand holen und dann können wir da rein. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Okay, gut. Meine Lieben... Alle Antworten warten im Keller auf uns und wir müssen jetzt da runtergehen. Frankie? War klar, ne? Do you hear noise or is it just me? I need to change the headphones. Hörst du die Geräusche oder bin ich das? Er muss wohl mal sein Headset wechseln. Das ist für... Ja, gut, okay. Egal. Alter, hörst du mal auf, so zu flackern? Ich sehe überhaupt nichts. Okay, okay, okay. War klar, ne? War klar, dass die Tür jetzt wieder zu ist. Mann. Okay. Move this thing aside. Why did they even put it here? Okay, wir sollen das Ding auf die Seite schieben und er fragt sich, warum das Ding dahingestellt wurde. Was soll ich das denn wissen? Hier standen ja auch schon Schränke und andere Regale vor den Türen. So. There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our client. You'll know it when you see it. Okay, also hier soll ein seltenes Messer im Keller sein. Und, wir werden es erkennen, wenn wir es sehen.
Alles klar. Okay. So ein Riegel hat uns schon einmal einen Arsch gerettet, ne? Was ist das denn? Bunks? Hä? Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Okay, ein Bunker? Wer versteckt denn einen Bunker unter einer Villa? Haben sie hier vielleicht was Immigranten versteckt oder was? Ernsthaft? Na dann. Oh, was haben wir hier? Warte. Das ist ein Stück von einem schmuddeligen Journal. Das sind ovale Flecken auf dem Papier. Könnten das Tränen sein? Was steht da? It's so strange. Es ist so seltsam. Ich habe immer denselben Traum. Oder? I see just one. Ja, ich habe immer denselben Traum. Mein Junge ist wieder bei mir. We are walking through the cave of blue stones, talking about something. Wir laufen durch eine Höhle aus blauen Steinen und reden über alles. Mein Arzt denkt, this is caused by my inability and reconcile. Also meine Unfähigkeit, mich damit mit seinem Verlust abzufinden. Und da hat er recht. Natürlich, ich kann das nicht. Ich kann mich damit nicht abfinden. Mein Sohn ist weg. Und ich habe festgestellt, wenn ich was in der ersten Etage schlafe, sind meine Träume klarer. Ich frage mich, was passiert, wenn ich im Keller schlafe. Ja, ist klar. Je tiefer ich gehe, desto klarer werden meine Träume. Mein Junge ruft nach mir. Ich kann ihn zurückbringen. I just need to understand what he is trying to say. Ich muss nur verstehen, was er versucht mir zu sagen. Okay, 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 okay. Ich dachte ja, wir hätten schon im zweiten Part den Sohn gefunden. Finden wir ihn jetzt hier im Keller oder was? Nee, halt hier aufmachen und da so. Oh. Alles klar. Okay. Nee, es wird gespeichert. Was ist das denn? These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Das weiß ich nicht. Also diese Spielfiguren sehen seltsam aus. Vielleicht können wir die benutzen. Moment mal. Eine Frau, ein Pferd, ein Turm und ein Mann. Also, Moment, wartet mal. Turm. Da. Huch, huch, huch. Hallo. The holes under the pictures look like keyholes. Try to put the pieces inside. Ja, also die Löcher unter den Bildern sehen aus wie... wie halt eben, wo man was reinstecken kann. Siehst du, guck an. So, und was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich nehme erstmal das Pferd. Im Schach. Ist das ein Springer, oder? Glaube ich zumindest. Ich spiele keinen Schach. Ich weiß das nicht. So, warte mal. Das dürfte der König sein. Alles klar. Dann ist das die Dame. Na. Wo ist die? Da. Okay. So what are you waiting? The door is open. Move. Oh, worauf wartest du denn? Die Tür ist auf. Geh. Der hat wohl ein Rad ab. Was ist das denn? Da gehe ich doch nicht rein. Okay.
Ich will nicht! Ich will nicht! Is that a cave? I'm just seeing things. It's all fine. Okay, let's move on. Ist das eine Höhle? Ich sehe Dinge, aber ist alles gut. Lass uns weitergehen. Hm, du hast wahrscheinlich irgendwelche Dinge im Kopf. I don't feel well. Do you hear the whisper? This noise. What are we doing here? Also, er fühlt sich nicht gut und ob wir die Geräusche hören. Und er fragt, was wir hier machen. Ja, er hat doch gesagt, wir sollen hier reingehen. Alter, was ist das? Ich höre Schritte. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? I remember now. You're the same people, right? We do have a goal. We want to understand who was talking to us. Who is really saying all these lines? This is a natural curiosity. There is nothing unusual. Er kann sich jetzt erinnern. Was? Wir sind doch vernünftige Leute. Was? She wanted to get her son back. Er hört eine weibliche Stimme. Sie möchte ihren Sohn zurück und sie wurde belogen. Habe ich die Taschenlampe an? Ja. Oh, Alter, da sind die Batterien auch alle. This place cannot exist. Do you hear me? This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? Was? Er sagt, dass hier gar nicht existieren kann und er würde mir gerne was sagen. Aber was? Er verliert seinen Verstand? Was ist los? Ja, so hört er sich auch an. Was ist das? Alter, was ist das hier? Der Vorhof zur Hölle oder was? Ja, gut, okay, da wird man sowieso nicht durchkommen. Folterinstrumente. Who lights these candles? Is anyone here? Das frage ich mich auch immer. Wer die ganzen Kerzen immer anmacht in so Verliesen, ob irgendjemand hier ist. Ja, wir sind hier. Weil du es gesagt hast, du Penner. Und das ist eine große Klingel, oder was? Was? This is a part of a gate okay. Also ist auf jeden Fall irgendeine mechanische Einrichtung, die wir so nicht benutzen können. Okay. Alter, diese Geräuschkulisse. They belong to those who built this place, and those who came here later. Knochen. Die sind von denen, die das hier gebaut haben. Und von denen, die danach noch kamen. Alter. Ich mag sowas nicht.
diese Taschenlampe. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich will nicht weitergehen. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Komm mal hier. Und das? Ein rostiges Stück Metall. Das ist wirklich sehr schwer. Ach, ein Lever. Okay. Okay, gut. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Und überall diese Folterdinger hier. Ne, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir wieder zurück? Okay. Arschgelöcht. Haben aber Glück gehabt jetzt. Kann ich die Fackel aufnehmen? Natürlich nicht. Kettengerassel. Spukschloss. Keine Ahnung. Ach, hier ist das. Warte. So. This is a quiet spot. There is a lot of room to rest. Das ist ein stiller Ort. Gibt's ganz viele Räume, wo man sich ausruhen kann. Ha, ja, hier in die Kisten, ne? Alter. Der Frankie, glaube ich, der hat so langsam, dreht er an der Sonne. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der irgendwie so ein bisschen davon beeinflusst wird, ne? Und dass der irgendwie so ein bisschen durchdreht. Nee. Wer bist du? That's what we are looking for. Pull the lever. Was? Du meinst bestimmt das hier, oder? Das ist das, wonach wir gesucht haben. Focus. I hear something. Constantly. Ich kann es nicht bestimmen. Ich höre ständig irgendwas. Hier ist jemand. Go back now. Ja. Was? Ja. Nein. Was? Der wartet auf uns. Wieso? Parents had been waiting for their son. But he came instead. Das ist sein Kokon, also sein Nest und seine Eltern. Alter, ist das Kind, was hier drunter liegt? Auf jeden Fall haben seine Eltern auf ihn gewartet, auf den Jungen wohl. Und anstatt des Sohnes kam das Ding da. Was war denn das? Bäh. Ich will das nicht. Dann will ich lieber wieder ins Haus zurück und mich da tausendmal erschrecken. Was ist das? Ein Herz, ein Hirn, was ist das da? Okay. Ach, da liegt ja was. Warte, was? Das Messer. Heart.
and the liver. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. Steck es ein! Him here. I know what to do. Warte. Er sagte gerade, er ist durstig und sie haben den Jungen hier geheilt. Mit Herz und Leber. Ist das? Ja. Was? Nein. Scheiße. Das ist hinter uns. Das ist die Leber. Wenn ich hier raus will, muss ich sie zerstören. Okay. Er ist hier. Was? Nein. Wo? Lauf! Schneller, ja! Oh, Jan, du wart's doch ab! Ich soll nach anderen Teilen suchen! Hirn! Was? Alter Junge, da kriege ich Spritzpütze in die Hose! Das geht gar nicht hier! Okay, müssen wir da hoch oder was? Sieht auch aus wie ein Altar. Was? Das ist es? Was? Stab it? Was? Faster, schneller? Ah! Nein! Nein! Geh weg! Was ist das? Warte. Ich muss doch da. Warte. Nein, steig da rein! Was ist das? Wow! Alter, wie geil sieht das aus! Mein Kopf wird jetzt klarer. Jetzt verstehe ich. Sorry, aber er braucht ein neues Herz. Ich musste etwas tun. Hat er uns jetzt geopfert? Alter Schwede. Ja, gut, okay. Aber ich nehme an, das bringt den Jungen auch nicht zurück, ne? Ja, meine Lieben, das war Part 3. Diesmal in einem Teil und nicht in zwei Teilen. Das ging schnell. Aber geil war das. Die Kulissen waren geil. Das Vieh, naja, habt ihr gesehen, das war auch so aus Puppenteilen zusammengesetzt, ne? Wie halt eben überall im Haus rumgeflogen sind. Ja. Okay. Dann soll's das gewesen sein. Dann werden wir uns im Part 4, denke ich mal, wiedersehen, weil wir stehen ja hier wieder in diesem Pavillon und es wird ja dann wohl weitergehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.